Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Boxboy plus Boxgirl. Heute darf QB wieder ran als Spieler 1 und zwar in Welt 4. Nachdem wir im letzten Part ja Welt 3 zu 100% abgeschlossen haben, also auch mit S-Rang und dann noch das Ballonspielchen im Shop zu 100% abgeschlossen haben, kommt nun der Kletterspaß mit Blockhaken. Und ich sehe schon, die Welt ist um 2 Level größer als die ganzen Welten zuvor. Na gut, das wird schwierig. Der Kleine kommt mit? Wieso kommt denn der kleine Blaue mit? Muss ich das verstehen? Ach, der wird mir jetzt wahrscheinlich diese neue Technik beibringen wollen. Nicht wahr? Man kann es auch ohne Dialoge lösen. Aber das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Openings aus der... Ja, genau. Den Blockhaken haben wir erlernt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Openings von den einzelnen Welten in Mario vs. Donkey Kong auf dem Game Boy Advance. Da wurden auch immer so kleine Sachen gezeigt, die in der Welt vorkommen werden. Und die man beherrschen soll, um die Welt perfekt zu lösen. Daran hat mich das gerade erinnert. Finde ich sehr, sehr cool. Na dann, Level 1... Wir sollen direkt dasselbe wie im Tutorial nochmal machen, damit unser guter Freund Masahiro Sakurai sich sicher sein kann, dass wir das hinkriegen. Ich versuche natürlich auch direkt wieder die S-Ränge zu bekommen. Das ist gerade mein Ziel, falls es euch interessiert. Warum ich da gerade so versuche, ein paar Blöcke zu sparen. Das wäre schon cool, wenn wir direkt mit S-Rang hier raus könnten aus dieser Welt. Ich glaube, wir machen es ab sofort so, dass ich eine Welt pro Part mache, aber diese Welt wirklich 100%. Mit allen Medaillen, mit allen Kronen und mit dem S-Rang. Aber den können wir jetzt anscheinend noch nicht sehen, denn wir müssen zuerst die Welt einmal beenden. Na gut, das ist natürlich ein bisschen kacke. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kacke, weil ansonsten wäre ich da nochmal reingegangen. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht so. Kann ich das so lösen? Nein, kann ich natürlich nicht so lösen. Starten wir direkt neu. Starten wir direkt neu. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht sehen kann, wie viele Kronen es... Was war das, Ultra? Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht sehen kann, wie viele Kronen es pro Level gibt. Das wäre so ein bisschen noch mein Wunsch, so eine Kronenanzeige einzubauen, aber... Ja, man kann halt nicht alles haben. Das war unnötig, ne? Ich glaube, ich sollte das gleich mitlösen. Ich glaube, ich sollte die gleich beim ersten Mal holen. Deswegen machen wir hier eine Vierer, weil dann nehme ich die gleich mit. Dann gehen wir hier einmal so hoch. Das funktioniert nicht. Das habe ich gut gelöst, Ultra. Das habe ich sehr gut gelöst. Aber hier kann ich doch kaum Blöcke sparen in dem Level, oder? Also mir fällt jetzt nicht auf, wie ich hier Blöcke sparen soll. Da wird es wahrscheinlich dann... Ja, Ultra! Du drückst viel zu früh den Knopf. Ja, das tust du. Und du bist... Okay, ich sehe gerade im Pausemenü, kann man sehen, wie viele Kronen es gibt. Habe ich gerade gesehen. Ultra! Das ist Level 2. Ey, jeder hat schon ausgeschalten bei deinem Skill hier. Jeder hat ausgeschalten bei dem Skill. Kannst du einfach aufhören damit? Wir müssen noch hier von oben. Genau. Das funktioniert nicht. Kacke. Nee, das hat nicht funktioniert. Wir brauchen für die Medaillen 20 Blöcke. Das bedeutet, ich muss die Krone irgendwie beim Rüberwischen bekommen. Jetzt ist die Frage, wie. Nicht so. Ganz eindeutig nicht so. Das sind nämlich genau 20 Blöcke jetzt. Ich glaube, ich weiß, was die wollen. Ich glaube, ich weiß, was die wollen.
um das Limit zu schaffen. Natürlich könnte man auch das Level, wie wir es schon einmal gemacht haben, einfach beenden. Und dann nochmal in das Level reingehen und die Blockherausforderungen meistern. Aber wir wollen natürlich auch den S-Rang und dafür müssen wir halt perfekt spielen. Und ich glaube, das, was die hier wollen, ist sowas. Man muss es ja nicht immer mit dieser Sache da meistern. Man kann ja auch auf die Sache verzichten. Ich glaube, wir haben zu viele Blöcke benutzt. Ich glaube, das geht einen Block weniger. Also ich glaube, das werden wir nochmal spielen müssen heute in dem Part. Aber egal. Egal. Jetzt muss ich erstmal die Welt beenden. Und das wird, glaube ich, schon schwieriger, als es aussieht. Welt 4, Level 3. Auf geht's. Funktioniert das mit 4? Ja. Das hätte sogar mit 3 funktioniert. Das nicht. Das funktioniert aber, glaube ich, auch mit einem. Wenn du da perfekt die Lücke triffst. Ich glaube nur nicht, dass die das wollen. Die wollen das bestimmt so. Ich weiß nicht. Ja, die ist jetzt auch kacke. Wenn ich ehrlich sein darf. Die bekomme ich nämlich gar nicht. Auf die Art und Weise. Die kriege ich... Warte mal. Nee, das funktioniert auch nicht. Ich muss mich da oben ranheften. Doch, das funktioniert so. Nicht! Verdammt. Hä, wie geht das denn? So? Nee, ich bin ja nicht unten dran. Ich muss unten ran. Verdammt. Ich verstehe die Krone nicht. Ich verstehe die Krone nicht. Ey, das wird immer schwieriger, ne? Vielleicht war es blöd, das Let's Play zu starten. Vielleicht war es blöd, das als Let's Play zu starten. Jetzt aber, oder? Wieso gehst du denn da lang? Du sollst doch nicht da lang gehen, QB. Er geht halt genau die Blöcke lang und fährt die dann weg. Das bedeutet, ich brauch's eigentlich so. Nee. Ich brauch's so. Ja. Ach Mensch, Ultra. Ach Mensch. Das dürfen wir auch nochmal spielen. Aber sowas von... Dürfen wir das nochmal spielen für den S-Rang? Aber egal. Level 4. Die Hälfte wäre gleich geschafft. Extra lange Welt für den neuen Skill. Damit das auch jeder kapiert, wie der funktioniert. 6 Blöcke, ey. So viel wirst du nie brauchen. Ernsthaft? Wieso passt du denn da jetzt nicht durch, QB? Also manchmal will mich das Spiel schon echt verarschen. Ganz eindeutig. Wie komme ich da denn hoch? Das funktioniert nicht. Ja, ich glaube, wir gucken uns jetzt erstmal die Level an, oder? Oder was meint ihr? Ich glaube, das ist klüger, wenn ich mir erstmal die Level angucke. Ich kann die Treppe auch nicht weiterbauen. Ich kann mich jetzt auch nicht umbringen, das ist auch schon wieder super toll. Also wir haben gemerkt, hier funktioniert sowas.
Aber hier ist eben jetzt wieder das Problem. Wie komme ich an die Krone? Und krieg gleichzeitig das Ziel. Nein. Ganz eindeutig nicht so. Klar, ich kann jederzeit runterspringen, sie mir holen und wieder hochgehen, aber das wird halt nicht Sinn und Zweck der Entwickler sein. Gehe ich davon aus. Gehe ich stark davon aus. Das habe ich auch wieder auf die äußerst intelligente Art und Weise eines Ultras gelöst. Auf jeden Fall. Es hätte, ich glaube, es hätte sogar gereicht. Deswegen machen wir das gleich nochmal, genau so, wie ich es gerade gelöst habe. Eben mit hier zweimal eine Sechserreihe. Zack. Einmal hier vier und jetzt haben wir noch vier Blöcke. Das bedeutet... Oh Gott, was baue ich denn jetzt? Ich muss ja einerseits darüber. Das funktioniert nicht. Nicht mit vier. Glaube ich. Weil die ist auch an so einem dummen Ort. Fünf müsste ich da benutzen. Das war dumm. Lass mal ganz kurz töten. Wo spawn ich jetzt? Jetzt spawn ich sogar hier. Perfekt. Mit drei funktioniert das nicht. Ich muss aber näher ran. So? Nein. Nee, ich brauche hier mehr. Ich brauche hier ganz eindeutig mehr Blöcke. Oder? Hup! Nee, ich bin wieder nicht unten dran. Ich bin wieder nicht unten dran. Und wenn ich das halt von unten mache, so, dann komme ich da nicht rüber. Ihr seht's. In der Fünferkette funktioniert das auch nicht. Wieso? Verstehe ich nicht. Aber das funktioniert so nicht. Was ist, wenn was... Oh, QB! Okay, nee, das funktioniert auch nicht. Das wollte ich jetzt nur mal prüfen. Der verschwindet sofort. Ich will mich halt hier auch nicht einquetschen. Ich würde mit vier ins Ziel kommen. Also die eine Vorgabe schaffe ich, aber ich kriege halt die Kronen nicht hin. Wieso funktioniert das nicht? Ich komme nicht mehr zurück. Ach man, ich dachte ich hätte es. Aber ich komme so halt nicht mehr zurück. Das ist doof. Bin ich sogar hier runtergefallen, das ist noch dümmer. Okay, wir haben immer noch vier Blöcke. Wenn ich das doch nur so lösen könnte, ne? Wenn ich das doch nur so lösen könnte. Aber der rastet halt nicht mal ein, sodass ich mich dadurch retten könnte noch so. Was wollt ihr denn schon wieder?
Ich verstehe das nicht. Hä? Ey, ich kauf mir gleich, ne, einen Tipp. Aber der wird mir auch nicht zeigen, wie ich an die Krone rankomme, der Tipp. Komm, gib mir einen Tipp. Gib mir einen Tipp. Schön. Danke, Spiel. Danke. Ich kann es halt so machen, aber das bringt mir nichts. Das bringt mir absolut nichts. Ich kann es auch so lösen, dass ich erstmal da hochgehe. Und dann halt mit einem Einserblock wieder... Nee, das geht auch nicht. Ich verstehe die Aufgabe nicht. Das ist gerade mein Problem. Ich sterbe halt, sobald ich den Scheiß da berühre. So. Aha. Das sind aber zwei Blöcke zu viel. Das sind zwei Blöcke zu viel, aber das geht anders nicht. Ich sehe keinen anderen Weg. Hier wird's vielleicht mit drei gehen. Nee, geht auch nicht. Ernsthaft? Dein Ernstspiel? Ach komm, leck mich doch. Das Level ist zum Kotzen. Ja, ich glaube, wir schaffen heute nicht mal eine Welt. Ich glaube, das wird heute nicht mal eine Welt. Weil ich auch das hier nicht verstehe. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Komme ich so da hoch? Nee, ich brauche das so. Zack. Ja, so habe ich auf... jeden Fall Blöcke gespart. Und jetzt so. Voila! Ob das ein S-Rang wert ist, ich weiß ja nicht. Aber das war schon eines der schwierigeren Level, würde ich meinen. Auf jeden Fall. So, ein Level schaffen wir aber noch. Außer ich sitze wieder so lang. Dann könnte sich das vielleicht doch nicht ausgehen. So, das ist ja nicht schwierig. Das könnte sogar ein mega einfaches Level sein. Das einzig Schwierige, was hier vielleicht sein könnte, ist das Blocklimit. Für den S-Rang. Weil so funktioniert das auf jeden Fall ohne Probleme. Das war ja fast schon viel zu einfach. Würde mich wundern, wenn das ein S-Rang wäre. Wir werden es ja sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Weiter geht's. Level 4, Welt 4, Level 6. Wieder sowas. Ich würde gern ganz nah ran, weil dann spare ich mir hier ein bisschen was. Genau. Das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob das besser funktioniert hätte irgendwie. Aber das sieht mir auch gerade so aus, als würde es da in dem Level auch wieder nur eine Route geben. Wieso ist das jetzt auf einmal so viel einfacher, als wenn die Wege nicht frei festgelegt sind? Weil hier ist es eindeutig eine Route und es gibt keine weitere. Und ich stelle mich hier so viel besser an. Warum? Wow. Okay, dann haben wir sogar noch Zeit für Level 7. Level 8 wird die Hölle. Ich riech's jetzt schon. Okay. Auch hier gibt's, glaube ich, wieder nur eine Route, so wie es aussieht. Eine festgelegte Route. Zack. 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 Wunderbar. Nice Speedrun. Ich bin gespannt, wie viele S-Ränge wir haben. Ich bin echt gespannt. Von den Blöcken hier reicht's. Für die Medaillen.
So, und jetzt kommt der Schlimmste von allen. Ich bin bereit, ich bin sowas von bereit. Zeig mir, wie du mich quälen möchtest, Spiel. Das war dumm. Das sieht jetzt aber auf den ersten Blick gar nicht so schwierig aus, das Level. Ah, 2 Kronen ist aber ein schlechtes Indiz. 2 Kronen ist ein schlechtes Indiz. Ja, es sieht aber schon wieder so aus, als würde es nur eine Route geben. Hier kriege ich die Kronen nicht, ne? Nee, das geht sich nicht aus. Ich muss also wirklich zuerst einmal nach da oben. Um dann von hier oben die Krone zu holen. Genau. Und dann machen wir hier einmal dasselbe. Einmal hier rüber. Ich bring mich mal ganz kurz um. Das funktioniert nämlich nicht. Weil ich kann das nicht so machen, dann sterbe ich, ja. In das Teil rein funktioniert nicht. Ich kann aber auch nicht hier unten lang gehen. Und wenn ich so lang gehe, brauche ich zu lang. Das war sehr gut, Ultra. Damit bin ich tot. Also es muss schon so richtig sein. Ah, ich muss wahrscheinlich... Nee. Nee, es geht auch nicht. Ich würde das gern werfen. Genau. Autsch. Das tat weh. Das funktioniert so nicht. Muss ich das ernsthaft von da oben lösen? Das glaube ich nicht. Ist das der einzige Weg, wirklich? Au. Aha. Okay, es wird wieder ein bisschen schwieriger, wie es aussieht. Das reicht nicht. Nee, nee. Das wird nicht funktionieren, Ultra. Was du da versuchst. Aber ich versuch's trotzdem weiter, weil ich hartnäckig bin. Man kennt mich. Wenn ich jetzt da wieder in die Lücke reinkommen würde, das wird aber nicht funktionieren. Nein, dachte ich mir. Was wollt ihr denn hier schon wieder? Was wollt ihr? Ich komme auf jeden Fall ins Ziel. Das ist nicht das Problem, wie ihr seht. Das Problem ist eher die Krone. Ich muss jetzt daran arbeiten, glaube ich, wo Kyubi dranhängt. Oder funktioniert das jetzt so? Nein. Oder? Warte mal ganz kurz. Es könnte... Nee, ich kann... kann da nichts machen mehr danach. Und hier kann ich mich nicht rausdrücken.
Und jetzt bin ich tot. Ja. Also hier gibt's keinen Weg raus. Da bin ich mir jetzt hundertprozentig sicher. Es muss von hier sein. Die Frage ist nur, soll ich zu Fuß gehen oder wie soll ich da rankommen? Weil zu Fuß komme ich auf jeden Fall ran, aber dann sitze ich halt hier fest. Ja. Man sieht's, Ultra, man sieht's. Aha. Das ist interessant. Das hilft mir aber nicht weiter. Nee, überhaupt nicht. Ich habe jetzt versucht, mich irgendwie nach oben zu bauen, aber selbst das bringt ja nichts. Komm, Kyubi, spring nach oben. Mach einen Walljump wie Mario. Ich kann mich halt hier ein bisschen weiter reindrücken. Das bringt mir aber halt wirklich nichts. Außer... ich könnte mich auch ein bisschen nach oben drücken. Das wird natürlich was bringen. Ja. Wir kommen dem Rätsel näher, Leute. Wir kommen dem Rätsel näher. Das ist so dumm. Ja. Nein. Ich komme nicht rüber. Ich komme nicht rüber. Ich bräuchte eine Z-Formation gerade. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, hier in die Lücke zu kommen, ohne irgendwelche Blöcke zu benutzen. Das können wir für den S-Rang auf jeden Fall gebrauchen. Ah, wie komme ich da ran? Es funktioniert halt nicht. Es funktioniert nicht. Shit, das war falsch. Das wollte ich nicht. Wie bin ich denn nach oben gekommen gerade? Müll. Wenn ich das jetzt hier erzeuge, dann komme ich auch nicht an die Krone. Wenn ich das erzeuge, komme ich an die Krone. Dann sitze ich aber fest. Ja, das ist irgendwie blöd, ne? Das ist schon irgendwie blöd. Warte mal ganz kurz. Nee, es funktioniert. Wobei, warte mal. Nein! Mama!
Mama, ich bin dumm. Das ist niemals so geplant. Niemals. Klar, es hat funktioniert, aber... Oh boy. Hey, wir haben den ersten schwarzen Fleck beseitigt. Yay! Und wie viele S-Ränge haben wir? Einen. Einen! Einen! Oh boy! Boxboy!